Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch meinen glowy Alltagslook für die Tage, wo ich mich wirklich sehr extrem schminke. Also im Alltag schminke ich mich selten mit übelstem Lidschatten und dunklem Lippenstift oder was auch immer. Aber halt einfach so ein bisschen glowy und Lashes drauf und Lipgloss drauf. Natürlich könnt ihr auch den Lipgloss weglassen und die falschen Wimpern und nicht einfach nur die Wimpern tuschen. Das seht ihr auch, wie das aussieht im Laufe des Tutorials. Ja, aber so mache ich das. Das wurde sehr oft angefragt und ja, ich hoffe, dieser Tutorial gefällt euch. Ich starte als allererstes mit meinen zwei Concealern. Und zwar tue ich erst den NARS Radiant Creamy Concealer auf die ganz, ganz dunklen Stellen. Und dann mein Maybelline Fit Me Concealer in der Farbe 20, einfach so dreiecksmäßig unter die Augen. Und dann verblenden wir das Ganze. Und in diesem Video trage ich keine Foundation, Leute, weil ich das im Alltag einfach irgendwie voll selten mache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr werdet gleich sehen, was ich denn als Ersatz für die Foundation benutze. Jetzt benutze ich einfach mein Babypuder und tue mir das unter die Augenbacken oder wie auch immer man das nennt. Und im nächsten Schritt zeige ich euch dann auch schon mein Puder, das Manhattan Face Powder oder wie auch immer, in der Farbe 21. Das ist ein bisschen dunkler als mein Hautton, aber ich mache das halt immer so. Ich nehme immer diese Farbe und dann reibe ich mir das ganze Gesicht ein. Ich bin echt die geilste bei Tutorials, weil ich immer die übelsten Fachbegriffe benutze. Also ich pudere mir mein Näschen damit. Genau, einfach auf die Flughafenlandebahn gönne ich mir ein bisschen von dem Puder. Manche fragen, juckt dein Gesicht oder warum puderst du so lange? Nein, ich pudere einfach, damit alles flawless ist. Dann benutze ich mein P2 Multi irgendwas Bronzer Puder. Das hat so ein bisschen Schimmer und für diesen Look passt es halt, finde ich, richtig gut, weil das alles so ein bisschen glowy und, naja, bronzy ist eigentlich nur der Bronzer. Aber weil das alles so glowy ist, nehme ich dafür gerne halt diesen P2 Bronzer, weil der ein bisschen Schimmer hat. Gebe ich mir auf die Wangenknochen, auf die Stirn, Schläfen und Doppelkinn, Leute. Und ein bisschen so unten am Kinn, damit er auch ein bisschen braun ist. Und dann noch ein bisschen so auf die Nase, einfach damit das... Und übrigens, ganz kurz, warum mache ich so merkwürdige Grimassen? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir mit meiner Trended Up Face Contouring Palette weiter und nehmen den hellsten Ton, um noch ein bisschen im Gesicht zu highlighten und damit gleichzeitig mein Baking Puder wegzuwischen. Da gehe ich auch nochmal über die Augenlider ein bisschen drüber, damit die schon ein bisschen abgepudert sind, um gleich den Lidschatten richtig auftragen zu können. Und dann konturiere ich auch mit der gleichen Palette wieder meine Nase. Ihr wisst, ich nehme da den Konturton und gönne mir die Nasenkontur des Grauens. Ich habe übrigens zu meiner Nasenkontur auch schon ein eigenes Video gemacht. Das kann ich euch auch gerne unten mal verlinken. Und genau das unter der Lippe ist ja auch immer ganz wichtig. Dann werde ich das Ganze einfach ordentlich verblenden mit einem großen Pinsel. Manchmal mache ich das mit einem kleinen, aber ganz ehrlich, Leute, sieht da im Endeffekt eh immer gleich aus. Jetzt nehme ich meinen Kiko 208er Lidschatten und ich benutze ihn, was? Tatsächlich als Lidschatten. Ja. Könnt ihr das fassen? Ich kann es nicht fassen. Naja, und den gebe ich mir einfach auf das komplette Lid, bis zur Augenbraue nach oben, aufs bewegliche Lid, in die Lidfalte, überall, damit alles glänzt. Mein ganzes Gesicht wird am Ende glänzen, Leute, ihr werdet es sehen. Aber es gibt halt so einen schönen, natürlichen Look. Dann natürlich wieder ordentlich auf die Nasenspitze und auf den Nasenrücken auftragen. Und was mache ich als nächstes? Eine dumme Grimasse. Nee. Ich trage meinen Highlighter auf. Das ist natürlich der gleiche Lidschatten wie eben, nur halt auf die Wangenknochen und ganz wichtig, über die Schläfe, weil wir glänzen ja noch nicht genug. Dann nehme ich irgendeinen Blush, von dem ich nicht weiß, woher der ist. Der sieht ein bisschen aus wie NARS Orgasm und rusche mich damit. Jo, ey, das ist ja echt witzig, wie ich hier die Sachen bezeichne. Und dann meine Mascara von Lancôme. Ist sie und damit Mascara irre ich mir die Wimpern. Leute, ich versuche jetzt zu jedem Step ein eigenes Wort zu erfinden, okay? Ich vergesse es eh. Jetzt mein Lip Liner, Manhattan 59G, mein liebster, heißgeliebter Lip Liner. Und damit line ich mir meine Lippen. Overline ich meine Lippen. Ja, falls jemand hier wieder einen Kommentar abgeben will, ja, ich übermale meine Lippen des Grauens, aber ich habe nun mal nicht die größten Lippen und ich habe nun mal Angst vor Spritzen. Deswegen habe ich sie mir bis jetzt noch nicht aufgespritzt.
Ja, aber ich hätte gerne dickere Lippen, deswegen mache ich das einfach so. Und im nächsten Schritt klebe ich, glaube ich, meine Wimpern auf. Ja, habe ich nachher gefilmt, falls ihr euch fragt, warum ich die Wimpern da schon drauf habe. Das sind die Beautiful Liar Lashes von Rosie Eye Candy. Die sind natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, ist doch ganz klar. Zumindest die Seite. Und dann klebe ich sie mir auf mit meinem Duo-Kleber. Und wie ihr seht, ist das auch bei diesen Wimpern ganz easy. Einfach mal in der Mitte rauf, dann rechts, dann links festdrücken und dann sind die Wimpern bombenfest. Genau. Und dann benutze ich hier so ein Bath & Body Works Lipgloss, den habe ich von einer Freundin abgezogen und glosse mir damit die Lippen ein, damit die richtig dick aussehen und richtig voluminös und richtig hyaluronig. Und ja, das war auch der letzte Schritt, meine Lieben. So Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn euch meine Make-up-Tutorials gefallen, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und keines meiner weiteren Videos verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und drückt auf die Glocke, die da rechts daneben oder so ist. Dann erhaltet ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade oder was auch immer. Okay. Sonst geht's aber, oder? Boah, Alter. Ansonsten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für weitere Videos von mir noch sehen möchtet. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ja, und bis dann. Tschüss.